Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Chaos on Deponia, beziehungsweise Deponia 2. Ja, und wir gehen jetzt mal zu Gold. Also ich weiß ja auch schon, wo die ist. Hier gehen wir mal mit dem Steg rüber hier. Mal schauen, kommen jetzt. Ah ja, jetzt kommen wir erstmal auf den Marktplatz. Okay, naja, dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir würden noch nicht zu Goal gehen. Was sind das hier eigentlich andere Typen? Was ist das denn hier für einer? Das sieht aus wie so ein Attentäter, aber ist da Kuckuck was? Und dann gibt es hier noch sehr abgefahrene Leute hier. Ja, irgend so ein komisches Mütterchen mit einem Walross. Und da, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, hier geht's zu Fragezeichen wieder mal hier. Karte, Werkstatt, zum Apotheker, ah, das ist der blinde Apotheker, ah ja. Was ist das hier? Keine Ahnung, da kann man nicht reingucken. Dunkle Gasse in den Hafen, ah ja. Gut, dann gehen wir mal zum Apotheker. Eine Rohrweiche. Rot zu gelb, grün, ah ja, okay, da können wir was Das umstellen. rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig, das grüne ins Herz des Industriegebietes und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Ah ja, da kann man das umstöpseln hier. Ja, oh, ich lasse es einfach mal so. So, Müllcontainer. Cool, eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten. dann bedien dich einfach mal. Abgelaufene Beruhigungspillen. Okay. Besser als nichts. Okay. Sonst gibt es hier nichts zu holen. Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Vergammelte Pillen. Kennen wir die Die vielleicht? Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Ach komm schon. Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich Ja. mag das Gefühl, wenn es. Nee. Warum steht eigentlich in Kneipen wie Cayenne oder Rattengift? Ja, E610 oder sowas hier, aber keine Ahnung. Oder wie war das? 605? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht den Köder? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Dieser Idee fehlt noch der richtige. Kombiniere hier Die mal einfach Idee war mal. bereits lahm, bevor. Okay. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Eine chemische Keule. Da, chemische Keule, ja. Okay, das Krokodil ist ja lustig hier oben. Schau uns mal den Apotheker an. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Okay. Schätz mal ihn. Was? Wo? Ja, was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Ja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ja, ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Okay. Was? Du bist blind? Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Okay. Ja. Ja, da hat man doch einen guten Blick über den Marktplatz, würde ich mal sagen. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Okay, ja. Warum flimmert hier gerade der Zeiger hin und her? Was ist das hier? Ich würde gerne was Ich würde kaufen. gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ich hätte gern einen plus 5 Heiltrank. Ich hätte gerne einen plus 5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Hm.
Was ist denn in der Flasche da hinten? Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Ja, wen wundert's? sag mal, hast du Beruhigungspillen? Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich hab hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Ja, gibt's was umsonst? Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Hm. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Ja, kann ich dann nicht so eine Gurke bekommen? Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullibas Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Ja. Ja, woher krieg ich das nochmal? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratis-Gurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Ja gut. Da komme erstmal so nicht so einfach ran. Naja gut, dann gehen wir erstmal. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Beziehungsweise halt, wir gehen noch nicht. Ich würde mal was wissen wollen. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Ach ja, die Musik da, jetzt mal aufgefallen. Ne? Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Okay. Ja, man kann sie ausschalten, aber ich lasse die jetzt mal an. Warte mal, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat denn mit dieser Arena auf sich? Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Ja. Kuckuck. Kuckuck. Verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Haha. Na gut. Wir sehen uns dann später. Also? Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Ja, irgendwer tut ja gerade draußen rum sägen oder weiß der Kuckuck was. Ich bitte das zu entschuldigen, falls man das jetzt hier in der Aufnahme hört. Denn das geht hier durch meine Fenster durch, die ich eigentlich immer aufmachen müsste, weil hier im Zimmer ist gerade sehr warm. Ach, das ist... Irgendein blöder Nachbar muss hier jetzt rumsägen, echt. Soll ja natürlich nicht heißen, dass jetzt meine Nachbarn blöd sind. Die sind eigentlich sehr nett und so weiter, also von daher... sorry. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, dann gehen wir mal in die dunkle Gasse, würde ich sagen. So. Rue Refuse, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. So, Tür. Kiste,
guck mal in die Kiste. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Mhm, ich sehe hier Augen. Augen im Müll. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. So. Kiste. Mhm. Ja, das bringt uns gerade irgendwie sehr wenig. Raus aus der Kiste. Mausefalle oder was? Tür angucken. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Hm, keine Ahnung. Klopf doch mal an. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Na dann. Ja, aber ich hätte auch so ein paar vergammelte Pillen hier. Keine Spur von Materialermüdung. Oder ich hätte dann Schraubenzieher. Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt haben. Na nü? Ja. Im anderen Teil ist immer noch gesagt, mit dem richtigen Werkzeug wäre es ein Klacks gewesen, ne? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Ja, dann das wohl ist mein bekommst. Kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Köter? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht... Ja, bla bla bla, danke. Ein Haken an die Damit Tür. Damit sollte ich das Schloss... Nee, auch nicht. Antenne vielleicht. Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt... Nanü? Nö, Nanü ist nix hier. Zucker in die Tür. Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag. Da können wir den Augen im Müll was geben. Ich schmeiße nie etwas, das ist mein... Ah, Mann. Können die Kapillen oder so? Ich schmeiße nie etwas, das ist mein... Ja, da beiß mal in die Pillen oder so. Oder Eimer mit dem... Ich schmeiße nie etwas, das ist mein... Ach, Rufus, du bist ein richtiger Spielverderber. Ja gut, ich könnte den Köder hier in die Kiste schmeißen, einfach mal so. Ich schmeiße nie etwas, das ist mein... Nee, ja, das klappt so nicht. Außerdem geht es hier ganz anders, da ich weiß es und ich wollte jetzt hier einfach mal ein bisschen rumspielen, ne? Jo. So, das war die dunkle Gasse, dann könnten wir hier noch zu den hier drei Fragezeichen gehen. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit! Okay, was haben wir denn hier schönes Nest? Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Mhm, zu dir. Hm. Kübel voller Erde. Sieht eher aus wie so ein Koboldkübel. Na super. Noch mehr Dreck. Wieder ein Ei. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Go, go! Rufus Gummiarm! Ja. Also, sonst klappt das immer. Okay, eine Harke. Eine Harke. Die könnte nützlich werden. Mhm. Ein Vogelhaus. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Was haben wir denn hier noch? Ein Stadtplan, den wir nicht brauchen. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also, sonst klappt das immer. Ja. Das ist ein Baseball hier. Den kann man aber nicht angucken. Eine Hose, wo hier als Windsack hängt. Okay, Klatzmatz der Gärtner, okay. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Okay, Moment, das muss ich nochmal hören. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht.
Ja, und weil es so schön war, noch einmal. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Okay, das, ja. Können wir mit dem reden? Wer benutzt denn da einen? Ach, seht nur, ja. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Mann, das ist so geil. So, ein Baum. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Wow, das hätte ich dir auch sagen können. Also, es ist wirklich eine Pflanze, ja. Ja. Sonst gibt es ja nichts mehr oder so. Lass mal sehen. Ich lass mal die Leertaste schweifen hier. Nein. Doch, die Nase. Die feine Nase. Ich hätte fast übersehen. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. red mal mit dem oder pack ihn mal an. Fisch vielleicht? Pillen vielleicht? Ja, Black? Vielleicht ein Eimer? Oder Niespulver, wenn wir jetzt hätten. Na, wir haben nur Zucker. Ja, Brack. Kannst du vielleicht Zinken abschrauben? Einen Haken in die Nase machen? Naja, Brack. Kurbel mal an der Nase. Ja. Nee. Abschrauben hat man schon, okay. Steck mal die Antenne in die Nase. So, Fernbedienung. Okay, wir sollten uns irgendwie ein Parfüm besorgen oder sonst sowas, dass wir hier reinkommen. Ja. Okay, kleiner Einfluss zu Venedig oder was auch immer, Oberstadt halt. Gut, was ich jetzt noch gucken wollte, ich wollte mal wieder zur Werkstatt, hier zum Waffenladen. Wenn ich jetzt hier das Rohr öffne, wir haben jetzt umgestöpselt hier. Hallo, Test, so. Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der Kutterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Kutter brennt. Und seine Frau hat Krebs. Oh. Mann, das ist ja saumäßig fies. Wie wär's, wenn wir nochmal mit dieser überaus netten Dame hier sprechen? Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure... Was zum... Was willst du denn schon wieder? Ja... Übrigens, kennst du Boso? Kennst du Captain Boso? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Boso allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Aha, interessante Details. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Okay, ja, jetzt sind wir auch nicht viel weiter gekommen. Sie kennt Boso, ja, ja, Nach Klein-Venedig, warte mal. Turnierhand, die Turnierhand brauchen wir für das Spiel. Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Tja, bloß wie kommt man da ran? Go, go, Rufus Gummiarm. Sonst klappt das immer. Ja, keine Ahnung. Scheinbar, weil wir hier alle gerade zuschauen, klappt es nicht. Kannst jetzt vielleicht an der Luke kloppen oder so? Dam, da, dam, da, dam, ja. Dam, dam, da, lauf schneller. So, klopp mal an der Luke. Aha. Oh. Hey, du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha,
Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hi-ja! Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Aha. Also das hier ist scheinbar das Bösewicht-Hauptquartier oder Agenten-Hauptquartier, keine Ahnung. Also hier stehen immer noch die drei Fragezeichen, also Gandalf, Lucy und Erich oder so. Ja, Periskop. Wir müssen das irgendwie verstopfen oder verdrehen. Nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ja, ich weiß. Können wir den Eimer drüber stülpen oder so? Nee, wenn jemand... Du kannst doch gar nichts. Kann man vielleicht ein paar Pillen in die Luke schmeißen oder so? Nö. Ja. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ja, das war der Hinweis. Wir werden uns dann wohl zu Gilligans Gadget Shop begeben müssen. Ja. Okay. Wenn wir schon mal so weit sind, da werden wir gleich hingehen. Ja. Würde ich sagen, die Folge ist hiermit aber erstmal beendet. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.